Hey Kameramagier, ich hoffe, dir hat das Intro gefallen. Heute zeige ich dir, wie sowas geht in DaVinci Resolve. Jo, eigentlich ist es ziemlich einfach. Man braucht nur eine Mask Paint Node und einen Background. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. In Fusion suchst du dir eine Mask Paint Node und einen Background. Den Background stellst du dabei am besten auf eine weiße Farbe ein. Anschließend verbindest du den Background mit den Media in mittels eines Merges. Dann gehst du zurück ins Mask Paint Node und klickst auf Multistroke. Jetzt kannst du die Linien, so wie du sie haben willst, Bild für Bild malen, indem du einfach mit linker und rechter Pfeiltaste von Bild zu Bild gehst. Denk daran, dass sie dann nachher so gezeichnet werden oder abgespielt werden, wie du sie gemalt hast. Das heißt, das, was ich jetzt hier gemalt habe, sieht nachher ziemlich krepelig aus. Aber es gibt zum Glück noch eine andere Methode. Und zwar kannst du dir ganz einfach einen Planner-Tracker holen, mit dem du dann die Linien an bestimmte Orte und Objekte anhaften kannst. Um den zu nutzen, musst du einfach um die Area ringsrum klicken, die du tracken willst. Dann klickst du anschließend auf Set und auf Track Forward. Und schon schreibt der quasi Daten, wo was ist. Und schon kannst du mit deiner nächsten Mask Paint in deinen Background gehen und das Ganze in den grünen Pfeil ziehen. Anschließend klickst du dann auf Corner Pin. Und jetzt legst du den Corner Pin genau an die Stelle, wo du ihn haben willst. Dabei ist es wichtig, die Perspektive des Corner Pins im Auge zu behalten, denn der Corner Pin ist für die perspektivische Verformung unseres Bildes zuständig. Anschließend kannst du dann mit dem Spline Tool eine gerade Ebene ziehen und hier auch wieder deine Punkte adjusten, da wo du es haben willst. Ich möchte es jetzt hier um dieses Graffiti ringsrum haben. Rechts im Bild siehst du dann quasi, wo das am Ende liegt und du schiebst dann deine Punkte dahin, wo du haben willst. So, jetzt können wir in die Stroke Controls gehen und dort können wir tatsächlich einstellen, wie etwas an- und abanimiert wird. Und das musst du dann einfach nur noch Keyframe. Und wenn du einmal was gemacht hast, kannst du das auch im Loop wiedergeben. Dazu habe ich dir schon mal ein Video gemacht da oben. Der gleiche Effekt kann auch bei meiner Maske, die ich in dem Video hatte, genutzt werden. Track einfach mit dem Planner-Tracker dein Gesicht. Wichtig ist, dass dabei der Tracker auf Hybrid Point Area ist. Tracke das und anschließend positionierst du dann wieder den Corner Pin direkt in einem Quadrat über deinem Gesicht. Und mach quasi mit dem Mask Paint nochmal genau dasselbe. Das heißt, du malst wieder ein Smiley Face, was du haben willst. Um dem Ganzen noch ein Leuchten zu geben, suchst du dir entweder eine Soft Glow Node oder ein Light Rays Node und legst sie hinter den Planner Tracker und achtest dabei, dass der Planner Tracker auf Foreground Only steht. Anschließend kannst du alles einfach nur mergen und mit Soft Glow und den Light Rays spielen, wie es dir beliebt. Das ist eigentlich nicht kompliziert. Es sind nur die Mask Paint Note, die Background und ein Glow. Und wenn du willst, wenn du dir das Ganze einfach machen willst, dann trackst du so viel, wie du kannst. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Videoeffekte du gerne repliziert haben würdest, weil dann könnte ich mich demnächst dem annehmen. Und ansonsten wünsche ich dir frohes Shooten. Viel Spaß!